Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung SummerSlam und ja, wir haben ein paar Dinge vorzubereiten. Wir haben erstmal Shawn Michaels und Dominic Mysterio, die zusammen gegen Damian Priest und Ilya Dragunov antreten. Das ist wie ein Fiebertraum, Shawn Michaels gewinnt am Ende. Dann haben wir die Alpha Academy oder die Olympian Academy gegen die Street Profits, auch lange nicht gesehen. Was passiert hier? Kurt Angle und Chad Gable gewinnen gegen Montez Ford und Angelo Dawkins. Dann haben wir Rhea Ripley gegen Becky Lynch. Die beiden treffen hier aufeinander für die Women's Championship beim SummerSlam und Becky Lynch holt sich einen wichtigen Sieg. Dann Brock Lesnar gegen Katsushika Okada. Auch ein Meisterwerk der Technik. Katsushika besiegt Brock Lesnar bei SmackDown in einem 1-1. Randy Orton gegen Finn Balor. Auch höchst interessant, denn erstmal Orton gewinnt und zweitens möchte Randy natürlich seine Intercontinental Championship zurückkriegen. Das, was der liebe Finn Balor nicht weiß, ist, dass er nächste Woche seine Hardcore Championship verteidigen muss. Ich weiß aber noch nicht, bei SmackDown oder bei BCW, das klärt sich nächste Woche. Dann LA Knight und The Miz, die Champions, treffen nochmal auf die Usos. Das große Finale, das große Comeback von Jimmy und Jay folgt dann beim SummerSlam. Und das, was wir uns heute angucken, ist ein Match zwischen The Rock und Cody Rhodes. Denn Cody möchte um die WWE Championship kämpfen. Und The Rock möchte verteidigen. Jetzt ist die Frage, wer von beiden hat hier das Hörensagen? Sag, The Rock, komm in deiner Flying Clothesline. Picture perfect an dieser Stelle. Aber Cody kommt natürlich auch mit einem Bam Slam um die Ecke. Sag, Stardust, lässt grüßen. And Cody Rhodes will meet him the American the Nightmare. Something that many fans still find to be a surprising reality. Cody once came at the King and lived to tell the tale. Cody really, Rhodes. It makes perfect sense. Cody Rhodes believes in himself. He will bet on himself every single time and more often than not. Bin gespannt, was hier passiert. Sag, was ist ein Stun Gun von Cody? Der geht aus Top Rope. Sieht sich The Rock. Warte, bis er aufsteht. Und komm mit einem Dropkick geflogen. Und was ein harter Dropkick da von Cody gegen Dwayne Johnson. Harter Dropkick von Cody Rhodes. Schickt ihn wieder rein in den Ring zurück. Bam, da kommt das Knie. Ah, das soll die Knie geht nicht durch. Bulldog gegen The Rock. Der People's Champion wird hier aufgeheizt. Bam, aber da kommt die Clothesline von John Johnson. Zack, Cody knallt mit dem Gesicht voran. Und nochmal, zack, another one. Was macht The Rock? Punch ins Gesicht von Cody. Nimmt ihn, zack, es geht gegen die Seile. Armdrag. The Rock kommt mit dem Armdrag, Cover. Eins. Kickout. Und The Rock ist ready. Möchte ein paar Dinge zeigen. Aber passiert mit Cody. Zack. The Rock ist heiß. The Rock ist heiß. Zack. Punch ins Gesicht. Zack. Aber Cody hat Bock. The Rock left an opening for the counter. Cody hat Rock. Nächster. Rhodes ist ready. The Rock ist aber auch da. Jetzt aber. Zack. Zack. Cody Rhodes. Zack. Feiert sich ab. Jetzt ist die Frage. Nach diesem wunderbaren Kick-up hier von Rhodes. Was passiert? Dann krieg ich den ins Bein, Buster! Nach diesen Abklatschen. Aber Cody ist direkt da. Zack. Cody ist direkt da. Zack, nochmal. Cody Rhodes ist ready.
um Drain abzufrühstücken. Zack. Das ist eine Aktion. Geht hoch, aber The Rock rollt sich raus. Cody sagt, steh auf. Cody Rhodes ist ready. Cody Rhodes ist ready für The Rock. Und kommt geflogen mit einem Crossbody. Zack, zack, zack. Zack. Cody weiß, es geht hier um alles. Gewinnt er hier gegen The Rock, kann er zum SummerSlam. Zack. Cody wird wieder reingeschmissen. The Rock sagt, steh auf. Zack, aber da fängt Rhodes ihn direkt ab und da gehen sie in den Crossroads. Cover. Aber Rope Break. Eins. Kickout. Cody Rhodes muss sich aufbauen. Dass The Rock da rauskommt, das gefällt Cody nicht und versucht dann nochmal gegen das Bein zu gehen. Zack. Cody ist in Charge. Cody ist in Charge. Monkey Flip. The Rock flieht. Aber Rhodes möchte, dass er wiederkommt. Boom, da kommt die Clothesline. Da kommt die nächste Clothesline. The Rock kommt geflogen mit dem Comeback. Sicker Move von Cody. Putz. Der Pile Driver. Eins. Zwei. The Rock kickt aus. I understand the sentiment, but now is not the time to bask in disbelief. Zack, da kommen die Bionics, zack. Oh, jetzt möchte Rhodes fertig machen. Jetzt will Rhodes fertig machen. Nimmt sich der Rock an, der Rock kontert. Da wird nichts. Aus dem Crossroads. Sucker Kick. Yeah, as this match goes on, he's learning exactly what da it feels wird nichts like aus dem Rock bottom him out of nowhere. Aber Cody lebt noch. Rock möchte den nächsten vorbereiten. Aber Cody ist da. Und rollt hinein. Nein. Zack, das Knie von Rhodes. Knallt rein. Und nochmal. Und nochmal. Der Rock kontert. Zack, geht aufs Bein. Und da muss Cody auch sich mal kurz verschnaufen. Atomic Drop von The Rock. Und nochmal. Putz. Jetzt möchte Drain hier auch mal Feierabend machen. Aber Rhodes knallt gegen den Pfosten. Oh, was eine Headbutt. That attack certainly going to threaten Cody's chances in this one. DDT. And there's the Rock. Aber Rhodes geht direkt wieder rein. The Rock not allowing the nature of this match to prevent him from getting back on top. Zack. Finisher kommt. Jetzt ist die Frage, kann Rhodes den finalen Crossroads setzen? Ja, kann er. Crossroads von Cody. Cover. War's das? Eins, zwei. The Rock kommt hier wieder raus. Flood over die Schläge. Die beiden töten, bringen hier sich um. Zack, Elbow. The Rock sagt, er ist cleverer als du. Und da kommt Stomps Disrespecting von The Rock. Zack, Cody ist da.
was ein Power Slam. Zack, und die Kniestöße da. Treffen mich. Und der Crossroads again, der dritte. Und jetzt blutet auch der Rock. War's das? Das muss es gewesen sein. Eins, zwei, Cody gewinnt. Superstar fired up in the face of victory. Und The Rock reicht Cody die Hand. Oder nicht Low Blow. Low Blow von The Rock gegen Cody Rhodes. Disrespecting vom Champion gegen Cody. Was ein Low Blow. The Rock. Hat Bock. So, meine Freunde, heute passiert was Besonderes. Wir haben drei Matches und einen Royal Rumble. Tommaso Ciampa und Rollins, die bringen sich ja weiterhin fleißig um. Die geben die Gewinne immer mal wieder hin und her. Brian Danielson kam rein, hat gesagt, ey, ich habe kein Match, ich habe keine Titelchance mehr, ich habe keinen Titel mehr, ich habe Frust. Er hat sich einfach in dieses Match eingeschlichen. Jinder Mahal gegen Goldberg, man kennt's, man liebt dieses Match. Must see, Goldberg gewinnt, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Dann haben wir CM Punk gegen Drew McIntyre, auch, ja, nach wie vor läuft die Fehde, nach wie vor haben die Herrschaften Bock aufeinander. Und RVD kam aus der Ecke, doch der Champion, unser United States Champion, blieb weiterhin standhaft. Nun gucken wir uns einen Royal Rumble an. Und der Gewinner aus diesem Royal Rumble wird Triple H beim SummerSlam herausfordern dürfen. Und Triple H wird auch selber in diesem Match drin sein. Mit anderen Worten, wenn Triple H dieses Match hier gewinnt, wird er nicht beim SummerSlam auftreten. Allerdings, wenn jemand anderes hier gewinnt, wird er Triple H herausfordern dürfen. So ist die Matchclause. Also mal gucken, wir starten hier mit Braun Strowman und Bobby Lashley. Und der erste, der reinkommt, ist John Moxley. Ich pack mich mal auf links. John Moxley, der erste. Mal gucken, was wird. Was wird. So, Bobby Lashley auf jeden Fall hat schon mal von Strowman Probleme. Der kommt nämlich auch in der Clothesline angerannt. Wichtig und richtig. Zack, mit dem Kopf voran. Runter mit dem. Zack, Shoulder Tackle da von Lash. Komm in der Military Press. Boom! Und ein Gutbuster hinterher. Sah Clothesline da von Strowman. So, hier ist Chris Jericho. Y2J hat auch nochmal Bock. Chris Jericho ist da. In Rot. Schön. Wenn wir zwei Leute in Rot. Toll. So, Strowman weiterhin und Lashley. Ja, Strowman und Lashley, die haben sich heute irgendwie aufeinander eingeschossen. Flatliner. Zack, Ellbogen da von Jericho gegen Moxley. Zack, zack. Boom, was ein Slam. Und Chris Jericho nimmt sich jetzt Bobby Lashley vor und kommt mit dem Kitchen Sink. Schön, zack. Boom. Und nochmal da ein Kick hinterher. Gunther, der Ringgeneral, ist der fünfte. Ja, hier ist auf jeden Fall Masse bei BCW. Es geht ja um die World Heavyweight Championship. Mehr oder weniger. Zack, was ein Chokeslam da von Braun Strowman knallt Lashley gegen die Ecke. Zack, John Moxley geht auf Gunther. Dirty Deeds! Dirty Deeds! Boom! Oh no, direkt Bulldog. Dirty Deeds, out of nowhere. Gunther kommt rein, kassiert erstmal drauf. Jetzt kommt der Champion höchstpersönlich. Triple H is in the building, ladies and gentlemen. The game. Hunter Rust Hamster nimmt sich direkt Gunther. Zack. Knallt mit dem krachenden Knie gegen den Österreicher. Nimmt sich Strowman vor sich. Boom. Schöne Bomb, LEU-Bomb da von Jericho. Und da kommt. Und Strowman eliminiert Triple H. Triple H kommt als sechstes rein und wird als erstes eliminiert beim Rumble, indem er Strowman mit der Clothesline weg schlagen wollte, doch Strowman kontert einfach. Johnny Gargano ist der siebte. Boom! Was eine Bomb da von Gunther. Zack. Back Suplex von
John Moxley. So. Double Dropkick. Jawohl, und Gargano und Strowman. Bestes Team, EU West. Eva schon gesagt. Zack, Gargano, boom. Knallt Strowman runter. Was auch sonst. Bam, was ne Bomb, Bam, was ein die Tornado DDT. Gegen Bobby Lashley. Zack, Sidewalk Slam. Sheamus ist die 8. Zack. Sheamus die 8. Jetzt kommt Strowman. Boom. Jokozuna Kata. Von Strowman Power Slam. Da kommt Bobby Lashley mit einer harten Clothesline gegen Strowman. Gunther, boom. Was ein Uranagi. Electric Chair von Lashley. Hier ist Chaos einfach. Hier ist einfach Chaos. Codebreaker gegen Gargano. Der steht aber direkt wieder auf. Jetzt kommt der Anran von Lashley und Strowman eliminiert den nächsten. Strowman eliminiert auch Lashley. Den zweiten im Bunde. So, jetzt ist Kenny Omega drin. Da kommt direkt mit dem Frankensteiner Harry Carana. Hat er das ich? Zack. Aber da kommt direkt Strowman. Boom, Follow Wasteland. Weg mit dem. John Moxley auch draußen. Habe ich leider jetzt gerade nicht mitbekommen. John Moxley auch eliminiert. Und was ein Toaster von Strowman. Wirft Sheamus einfach weg. Und da kommt Gunther. Gunther, der sich Strowman packt. Der ein bisschen das Gehirn knietet. Was ein Dropkick von Kenny Omega. Der nimmt sich Gunther, hat aber gar keinen Bock. Der Tag Team Champion. Der einzige Titelträger noch hier drin, zack, kassiert den DDT. Jetzt geht Sheamus auf Kenny Omega. Jetzt geht Sheamus auf Kenny Omega. Was macht Sheamus gegen Kenny? Boom, Power Slam. Oh, jetzt kommt. Was eine Powerbomb. Das war eine harte Powerbomb. Und Samoa Joe, Ladies and Gentlemen, ist der letzte und der 10. Teilnehmer für diese BCW Royal Rumble. Was macht Kenny Omega? Klatscht. Auf die Nase. Zack. Super Slam. Super Slam. Power Slam da von Jericho. So, jetzt Samoa Joe. German Suplex. Samoa Joe. German Suplex. Samoa Joe. Electric Chair. Konter in eine Harry Carana. Aua. Das tut weh. German von Jericho. Nimmt sich Samoa Joe. Joe kontert allerdings. Nimmt sich Jericho. Die gehen spazieren. Eliminiert Samoa Joe. Jericho, jawohl. Samoa Joe eliminiert Chris Jericho mit einem Big Boot. Bam. Egal was da kommen sollte, es geht vorbei. Running Power Slam gegen Kenny Omega. Jetzt nimmt sich Gunther. Samoa Joe kann ihn aber nicht loswerden. Headbutt von Strowman. Strowman bisher für mich MVP von diesem Match. Nimmt Samoa Joe und Bearhug. Gunther gegen Sheamus. Ein beliebtes Duell und Gunther eliminiert einfach Sheamus. Ohne irgendwie viel reden, einfach rausschmeißen da. Die letzten vier in dem Rumble. Gunther jetzt gegen Kenny. Zack. Joe gegen Strowman. Russian Leg Sweep. Und nochmal mit Schläge hinterher. Gunther Powerbomb. Ohne viel reden. Wäre ich Gunther, würde ich mich jetzt auf Omega konzentrieren. Nee, er nimmt sich Strowman in German Suplex. Ich weiß nicht, wie viele Germans heute schon Strowman gefressen hat. Jetzt kommt Samoa Joe. Versucht Gunther zu eliminieren. Das sieht ganz recht gut aus für Joe. Gunther hat ein Problem. Gunther hat ein Problem. Gunther kommt raus. Wichtig und wichtig. Wichtig, dass Gunther da rauskommt. Nimmt sich nun selber Joe. Was macht Gunther? Ja, dauert zu lange. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Jetzt kommt Samoa Joe. Zack. Zack. Gunther am Boden. Omega konzentriert sich auf Strowman. Strowman kommt raus. Richtig. Und richtig. Zack. Und da fliegt Omega raus. Nein. Oh, was ein Bodypunch da von Joe. Gegen den Ringgeneral. Boom. Vorarm Smash auch nochmal. Gekonnt. Harry Carana. Du hast Sling Blade. Omega, time to shine. Hat jetzt die Oberhand in diesem Match.
konzentrieren die sich. Was ein Superkick. Was ein Superkick. Sag, jetzt Strowman in Gefahr, aber Gunther rettet Strowman. Gunther rettet Strowman. Da kommt der Train angerannt, aber Kenny Omega kriegt seinen Fuß noch hoch. Zack, was ein Jab. Military Press. Boom. Was ein Military Press, zack. Gunther changed his game. Chop. 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 Zack, Kick. Und tritt gegens Gesicht, währenddessen Omega versucht, an Strowman sich abzuarbeiten. Strowman hat ein Problem. Strowman kommt aber raus. Jetzt die Frage: Kann Gunther Samoa Joe eliminieren? Samoa Joe kurz davor. Schöner DDT davon. Kenny Omega kommt angerannt und Kenny rettet Samoa Joe. Auch wilde Geschichte. Bam, Forearm Smash. Jetzt kommt Omega. Electric Chair Drop oder was weiß ich. Electric Chair Power Bomb. Jawohl. Gegen Samoa Joe. Jetzt Strowman. Jetzt will Strowman Gunther eliminieren. Und das könnte es gewesen sein für Gunther. Der hat lange gelitten. Der hat viel, keine Ausdauer mehr. Der ist schon lange hier drin. Kenny Omega, Dragon Suplex. Samoa Joe, tot. Omega, lauernd. Gunther, kommt raus. Die vier bekriegen sich aber auch wirklich hardcore. So, jetzt ist die Frage, was macht Omega und was macht Joe? Und Superkick, Samoa Joe ist noch drin. Was ein Chokeslam. STO. Zack, Strowman schmeißt ihn weg. Kennt er nix. Suplex, Strowman ist der MVP von diesem Rumble. Geht auch wieder auf Gunther. Der hat ja heute nicht schon genug gelitten. Zack, bricht den Arm weg. Also, dass die vier sich hier so lange bekriegen. Was ein Dropkick. Dass die vier sich hier so lange bekriegen, damit hätte ich nicht gerechnet. Back Suplex. Gunther nur noch am Leiden. Strowman, Alter, kämpft hier gegen zwei. Was macht Samoa Joe? Was ein Breaker. Gunther hat einfach gar keinen Bock mehr. Oh, Joe. Was ein Dropkick. Power Slam von Joe gegen Gunther. Ja, die Matte war zu heilig für Gunther. Und Gunther geht. Gunther ist draußen. Joe eliminiert Gunther. Was ein Move da von Kenny Omega. Omega, Joe und Strowman. Das sind die letzten drei Herrschaften in diesem Match. Jetzt kommt Joe. Versucht sich wieder an Strowman abzuarbeiten. Aber was passiert mit Braun Strowman? Bleibt er drin? Fliegt er raus? Fragen über Fragen. Zack. Strowman bleibt. Strowman bleibt. Jetzt ist die Frage, was passiert mit Braun Strowman? Strowman kann sich noch irgendwie retten. Kenny Omega, boom! Zack, Armdrag. Boom, Heini. Strowman in der Ringecke. Versucht sich zu rehabilitieren. Was eine Aktion. Jetzt muss Kenny aber auch was machen. Jetzt muss Kenny versuchen, Samoa Joe aussteigen zu lassen. Das wäre wichtig. Strowman versucht sich nochmal zu pushen. So, was macht Omega? Was macht Omega? Verscheitert an Joe. Klassiker. Zack, Omega. Bleib drin. Jetzt die Frage, was passiert mit Joe? Joe bleibt auch drin. So,
So, was macht Omega nun mit Samoa Joe? Underhook! Butterfly Piledriver! Zack und Strowman eliminiert Kenny Omega. Jetzt ist nur noch Strowman gegen Joe. Nur noch Strowman gegen Joe. Und da kommt der Running Power Slam. Der Running Power Slam gegen Samoa Joe. Und da ist er weg und Braun Strowman gewinnt. In einem quasi Iron Man Match. Die Chance für die BCW World Heavyweight Championship. Braun Strowman mit einem Bärenmatch und mit der Chance, Triple H herauszufordern für die World Heavyweight Championship. Braun Strowman, ein Krieger. Ein Krieger, dieser Mann. Gut. Gut, das war die Wochenausgabe. Interessant auf jeden Fall. Cody, Wahnsinn. Strowman, noch wahnsinniger.